bin hier in cool Kopenhagen. Ich habe mir diese Stadt ausgesucht, weil ich einfach dem nordischen Stil, nämlich meinem Nordstil, auf der Spur sein möchte und gucken möchte, hey, wie dekorieren die Weihnachten, was machen die hier, wie sieht es anders aus, und habe schon einige schöne Sachen mir im Vorfeld natürlich ausgesucht, die ich hier besucht habe. Und jetzt bin ich hier im Hafenbereich, das gehört natürlich unbedingt auch dazu, und schlender hier am Sonntagmorgen entlang. Es ist noch ein bisschen fresh. Und guck mal, der Himmel ist auch nicht so ganz tippitoppi. Bisschen Wolkenverhang, aber trotzdem sehr schön. Also kommt mal mit. Das ist eine ganz coole Ecke. Hier gibt es lauter Wunschbäume. Da kann man seine Wunschzettel rankleben. Hier hat einer einfach nur Smile. Oder ich kann jetzt nicht jeden durchlesen, aber sind schon witzige Wünsche dabei, sehr, sehr lustig. Schöne Idee finde ich das, auch für Weihnachten einfach mal den Tannenbaum mit Wunschzetteln zu bestücken. Was wünsche ich mir denn mal? Okay, ich habe was ich mir wünsche. Irgendwie sind ja alle Fenster komplett umrandet mit Tanne. Das ist ganz anders als bei uns. Süß! Gleich hier auf die ersten Produkte, die richtig den nordischen Stil rüberbringen. Und zwar hauchdünne, zarte, kleine Kränzchen für so Fenster oder an die Tür. Das muss nicht viel sein, einfach nur ganz locker leicht gebunden. Hier sind natürlich die Stämme, wo die Teelichter reinkommen, auch gleich schön mit Flechte besetzt, ist klar. Cool. Ich bin hier bei Tage Andersen in Kopenhagen und ich bin gerade völlig geflasht, weil es ist einer der schönsten Läden, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Du kommst hier rein, du hörst das Vogelzwitschern, mystische Musik, der ganze Laden ist Charakter. Und die Werkstücke, die sind so filigran und einzigartig, jedes auf seine Art und Weise individuell, besonders. Mit Herzblut, mit Liebe, wie dieser Mann, der das seit mehr als 50 Jahren macht. Als ich eben hier ankam, wurde ich ganz herzlich begrüßt. Ich habe gedacht, oh Gott, sieht aus wie so eine typisch deutsche Floristin. Und ich habe aber vorab eine Mail geschickt, nach Öffnungszeiten gefragt, ob man überhaupt hier vielleicht auch ein Foto machen könnte oder filmen könnte. Und wurde total herzlich eben empfangen. Und man sagte mir, ja, das ist in Ordnung. Wichtig ist nur, dass es ehrlich rüberkommt. Und ich glaube, das ist kein Problem, weil ja, die Werkstücke sprechen alle für sich. Und ich kann nur sagen, hier möchte man arbeiten. Eigentlich möchte man hier einziehen. Es ist speziell, weil es besonders ist. Und ja, wenn ihr gleich die Bilder seht, die sind einfach auch ehrlich und sprechen für sich. Also ich bin total begeistert und fühle mich hier schon wohl. Sie packt es genauso ein, wie ich das zu Hause in so einer kleinen weißen Schachtel mit Seidenpapier. Du hast gerade eben gesagt, von Haus aus Konditor, damit es aussieht wie so ein besonderes Pöttchen, ne? Ja, genau, wie so ein Kuchen, ein Gebäck.
Und die Schachteln sind ja auch vom Konditor. Also das sind diese weißen Schachteln, die man normalerweise auch in der Bäckerei bekommt. Sag mal, das ist ja auch schon 30 Jahre alt. Ja, das glaube ich. Mindestens. Ja, oder 50. Liebe drin und ich habe eins heute hier mitgenommen, das ist Ehrlichkeit. Also das ist ganz ehrlich und sauber gearbeitet vom Ganzen, das kommt ehrlich aus ihm selbst heraus und das sieht man auch, weil das findet man ganz selten, dass ein Teil so durchdacht ist und so bis ins Detail vegan gearbeitet ist und nicht auf Masse oder sowas, das ist hier also komplett anders, hier wird was Besonderes gewerkelt und es ist ein sehr besonderer Laden. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier in Kopenhagen ist, bei Tage Andersen vorbeizuschauen. Ist das witzig? Das ist mein Kranz von vor 2-3 Jahren, den habe ich zu Hause. Ein Kupferkranz, er hängt hier in Kopenhagen. Drei Vasen von den Geilen. Das könnte ich so mitnehmen. Das ist auf jeden Fall mal ein cooler, klarer Blumenladen. Die schönsten Sachen einfach nur komprimiert in Vasen und nicht so viel durcheinander und Kraut und Blumen, sondern so richtig klare Struktur. Das liebe ich hier auch im Norden sehr, wirklich. Spannendes, erlebnisreiches Wochenende geht hier für mich zu Ende, Kopenhagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wochenende ist viel zu kurz, aber gut, mehr war jetzt nicht drin. Ich habe mich echt inspirieren lassen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt so ein paar Eindrücke bekommen und ich nehme jetzt meine Ideen mit nach Hause und werde etwas ganz Kreatives, Nordisches gestalten. Ciao!